bin ein bisschen zittrig. Und nicht wegen Stream oder irgendwas, sondern weil Argentinien gegen Brasilien spielt. Und scheißegal, was für ein Spiel das ist. Ob WM-Qualifikation oder Freundschaftsspiel, es geht um Ehre. Es geht einfach um Ehre, Chat. Immer. Ich werde den Live-Ticker offen haben. Ich hoffe, der aktualisiert sich von selbst. Wir gucken uns mal die Aufstellung an. Weverton? Wer ist das denn, Digga? Danilo, okay. Verissimo kenne ich auch nicht. Militao kenne ich aber. Alexandro kenne ich. Gerson kenne ich nicht, aber ich glaube, ich habe den mal spielen sehen. Ribeiro, Paqueta, Gabriel und Neymar ganz vorne. Und jetzt Argentinien. Bitte scheiß nicht rein. Wir fangen unten an. Ich gucke mir nur unten an. Emiliano Martinez, ganz klar gesetzt. Meine Wunschverteidigung, ihr seht's, ich sehe es gerade nicht. Rechtsverteidiger Molina, Innenverteidiger Romero und Otamendi und Linksverteidiger Acuña. Acuña, Montiel. Ja, okay. Alles außer der Rechtsverteidiger. Ey, ich hab's gut gemacht, Chat. Okay, oh, ja, ich hab die anderen noch nicht angeguckt. Alles gut. Mein Traum Mittelfeld, De Paul, Rodriguez. Der hat einmal gut gespielt, ZDM. Und Lo Celso. Ah. Warum spielt Paredes? Ich verstehe es nicht. Er kann auch immer gut sein, aber er hat bei Argentinien bisher immer Schrott gespielt. Okay, ich habe Messi schon gesehen. Ich guck mir einfach die Offensive an. Hä? Warum hat sich die Aufstellung auf einmal geändert? Na, ist ja auch egal. Martinez und Di Maria spielen noch. Aber niemals so. Das ist die Aufstellung? Hä? Was ist denn da passiert? Wenn wir heute gegen Brasilien gewinnen, ne? Dann haben die Brasilianer erstmal gar keinen Redebedarf mehr. Ein paar Minuten später. Spiel unterbrochen, Loco? Nee, kann nicht sein. Hä? Ernsthaft? Massenauflauf. Diesmal Nähe der beiden Bänke. Auch zahlreiche Offizielle haben sich versammelt. Die Situation ist ziemlich unübersichtlich. Könnte es doch etwas mit der angeordneten Quarantäne für argentinische Spieler zu tun haben? Aufregung kurz vor Anpfiff. Die brasilianische Gesundheitsbehörde hat offenbar rund eine Stunde vor dem Spiel für die vier argentinischen Nationalspieler aus der englischen Premier League eine Quarantäne angeordnet. Deshalb drohten Emiliano Martinez, Emiliano Buendia von Aston Villa sowie Giovanni Lo Celso und Cristiano Romero, beide Tottenham Hotspur, by the way, komplett neu dort, der wird so abgehen, den Klassiker zu verpassen. Allerdings stehen Lo Celso, Romero und Martinez in der Startelf. Digga, wie das Spiel wurde unterbrochen. Krass. Krass, okay. Wir gucken gleich, wenn es neue Infos dazu gibt. Schreibt's mir rein. Nochmal ein paar Minuten später. LOL! Warte, was passiert hier? Was passiert hier? Jetzt wird es richtig skurril. Die Argentinier verlassen den Platz. An der Seitenlinie wird weiterhin diskutiert. Offenbar sind tatsächlich Offizielle der Gesundheitsbehörde involviert. Was? Das Spiel ist derzeit unterbrochen. Auch die Schiris haben den Innenraum verlassen. Nur noch die brasilianischen Spieler und einige Offizielle stehen noch auf dem Feld. Was geht denn da ab? Junge! Ey, das Video gucken wir uns safe direkt an, wenn es das gibt. Argentinien suspendiert vom Spiel. Wir gucken jetzt nochmal kurz rein, was da ist. Die Ereignisse der letzten Minuten kurz zusammengefasst. Kurz vor Anpfiff hatte die brasilianische Gesundheitsbehörde eine Quarantäne für vier argentinische Spieler aus der Premier League angeordnet. Drei von ihnen standen aber schließlich auf dem Feld. Nach knapp 10 Minuten Spielzeit wurde das Spiel nun unterbrochen. Offenbar hatten Offizielle der Gesundheitsbehörde sowie Polizisten veranlasst, dass die argentinische Mannschaft komplett in den Kabinen verschwunden ist. Unklar, wie es weitergeht. Digga, mit Polizeieingriff und so. In Brasilien. Zählt das jetzt als Sieg für Brasilien? Junge, wer hätte damit rechnen können? Real Talk. Digga, mit das spannendste Spiel. Da auf einmal irgendwas mit Gesundheitsbehörde und so. Einfach während des Spiels. Mach das doch vorher, diese Regeln aufstellen, hä? In den Katakomben scheint es Bewegung zu geben. Spieler tauschen Trikots. Es riecht ein wenig nach Abbruch. Aber die Brasilianer stehen noch immer auf dem Feld. Schräge Szenen. Argentinien, Brasilien. Einfach Yannis. Einfach Yannis hat ein Video rausgehauen, Jungs. Das müssen wir uns angucken. Was sagt er dazu? Ja, die brasilianische Mannschaft hat kein Problem, sondern die Argentinier. Vier Spieler von den Argentiniern dürfen theoretisch gesehen nicht spielen. Vier Stück. Weil sie kommen aus der Premier League. Und schon zwei Stunden vor dem Spiel hat das Government von Brasilien gesagt, nein, die dürfen nicht spielen. Sie sind nicht spielberechtigt, weil sie halt eigentlich gar nicht einreisen dürfen. Also von England aus gesehen. Und ja, anscheinend sind sie ja doch eingereist. Sie haben gesagt, oh, I don't care. Und jetzt spielen wir spielen trotzdem. Ja, und dann mitten im Spiel ist dann einer von dem Government einfach auf den Platz gerannt, dieser kleine Mann. Und hat dann gesagt, hey, du musst runtergehen, du darfst hier nicht spielen. Und ja. Scherbo zu einem einzigen von vier. Ja, du musst jetzt runtergehen, du darfst nicht spielen. Die gehen so einfach, die Regierung geht kurz auf Platz. Ja, hey, du darfst nicht spielen, ich hab's doch gesagt. Runter. Und dann kommt Acuña und schmeißt einfach seine Fäuste.
jetzt wird diskutiert. Also ich gehe stark davon aus, dass Brasilien das Spiel dann jetzt 2-0 gewinnt und das ganze Spiel halt abgebrochen wird. Weil es halt Beleidigung, nein, nicht Beleidigung, wie nennt man das? Ja, es ist wie, ne, 4 Spieler müssen gleichzeitig runter, also, ne? Sind nicht spielberechtigt, es ist halt wie Betrug, keine Ahnung, irgendwie sowas. Ich weiß es nicht. Also, Messi hat da schon sogar ohne Trikot gechillt. Welche Sprache spricht der neben ihm? Also die haben wohl auch sogar die Papiere gefälscht, also sie sind sozusagen illegal in Brasilien eingereist. Also richtig kriminell hier, was die Argentinier gemacht haben. Krasser Scheiß hier, ne? Also Bad Boys. Aber das Spiel ist gleich wichtiger, gleich kommt Chile. Ne? Ja, Chilene wahrscheinlich. Krass. Wenn das stimmt, ist krass. Wir gucken uns nochmal vom Spielfeld was an. Okay, mach noch lauter. Die der her, Neymar und Lionel Messi til daglig holdkammerater. Di Maria til daglig sammen i PSG. 15.000 på... So ein cooles Spiel eigentlich, ne? Argentina, der faktisk... Ton kurz weg komplett. Liste. Aber wenigstens schon ein paar coole Aktionen. Der spiller på den centrale midt. Getunnelt! Fik jo nogle hårde nærkampe. Tjenske landstræner Brasilien har fået en forrygende start. Danilo Højbak. Danilo. Von Acuña, das war schon Acuña. Seht ihr das? Der Mann hat keinen Hals. Der Mann hat keinen Hals. Das ist ein Mini-Hulk. Acuña, der kommer og laver frispark. Spændende selvfølgelig også at følge Neymar i aften her målet. Han kommer ind med Romero. CT. Romero, hvad macht er der überhaupt der vorne? Ja. Ja, det er en argentiner. Og han er ondt. Real Madrid forsvarsspiller. 3-1 over Venezuela. Hårdt pres, godt pres fra brasilianerne. Neymar. For ikke de her store spillere. Valder Casas her, når han kommer ind og brokker sig. Ah, okay. Så over et eller andet. Das sind die Leute von der Regierung. Die sind ja mies fresh angezogen. Sover et eller andet. Chaos. Total chaos, kan vi roligt konstatere. Er nok i karantæne for at kunne komme ind i landet. Jeg kunne forestille mig det. Aber auf gleicher Höhe, Jungs. Auf gleicher Höhe. Det måske har noget med det at gøre. Ned på banen og få lov til. Ned på banen og få lov til at afbryde. Das vil jeg mal sehen. Forestille mig nok i karantæne for at kunne komme ind i landet. Jeg kunne forestille mig, det måske... Okay, han havde ikke sine fæste geschwungen, ne? Det var sjovt lustigt. ...at kunne komme ind i landet. Jeg kunne forestille mig, det måske har noget med det... Prøv at Acuñas augenbrauen, wie die einfach nur so hoch sind. Er einfach kein Hals. Ich feier Acuña so krass, ne? Bin echt gespannt, wie das jetzt gelöst wird. Ob Brasilien jetzt gewonnen hat oder nicht? Und ob das jetzt wirklich nicht erlaubt war? Oder ob Brasilien kurz... Regeln kurz erfunden hat?